Unser nächster Sprecher ist schon seit längerem für den Freifunk aktiv und ich freue mich auch schon auf den nächsten Talk, den wir hier gleich haben werden. Stell dir vor, du bist außen vor. Digitale Teilhabe ermöglichen mit Freifunk von Jürgen Wintermantel-Menze. Los geht's. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Jürgen Wintermantel-Menze. Ich bin in der Tat schon was länger für den Freifunk aktiv. Das allerdings als normaler Nutzer und auf der anderen Seite arbeite ich in einer Institution, wo halt eben Menschen mit kognitiven Einschränkungen wohnen, die halt eben auch ein berechtigtes Interesse daran haben, teilzunehmen am Leben und auch an der digitalen Teilhabe, die Interesse haben. Und wir als Einrichtung standen irgendwann vor dem Problem, wie wir das halt eben lösen. Es ist jetzt seit einiger Zeit schon so, dass es dieses Recht auf Teilhabe so als Recht noch nicht gibt. Es gibt so einen Hilfsparagraphen. Ich habe das auf dem ersten Slide, sieht man das, warum überhaupt Internet. Es gibt rechtliche Vorgaben für Anbieter, also Anbieter im Rahmen der Eingliederungshilfe. Nur ganz kurzer Ausflug. Wir betreiben 120 Standorte rheinlandweit. Das heißt, wir sind ziemlich in der Fläche verteilt. Und für uns als Anbieter gilt dann halt eben auch die Durchführungsverordnung des Wohn- und Teilhabegesetzes. Und da steht so ein bisschen schwammig drin, die Zimmer der Menschen, die bei uns wohnen, müssen über die baulich-technischen Voraussetzungen für die Nutzung von Telefon und Internet verfügen. Das war auch schon, bevor das in dieses Wohn- und Teilhabegesetz kam, hat sich meine Einrichtung überlegt, dass die Menschen, die bei uns wohnen, zur Verfügung zu stellen. Da gab es diesen, ja eigentlich ist so ein sehr schwammiger Rechtsanspruch, den gab es da noch nicht. Wir haben uns dafür trotzdem entschieden, das umzusetzen. Und wenn so eine größere Einrichtung, die im öffentlichen Recht unterwegs ist, sich sowas überlegt, das durchzusetzen, dann bedeutet das halt eben, man muss irgendwann anfangen, mal Projekte zu starten. Ich habe da ein bisschen recherchiert. So lange sind wir da auch noch nicht am Start. Ich glaube, jetzt seit 3 Jahren haben wir den ersten Bereich produktiv gesetzt. Das Ganze wird noch befeuert vom BGH, das 2013 auch schon Internet als Grundrecht ansah. Da ging es um die Verfügbarkeit halt eben von Bandbreiten und daraus wurde abgeleitet, dass das durchaus schon als Grundrecht gelten kann. Und in unserem speziellen Falle gilt halt eben bei den Menschen, die bei uns leben, das muss man sich jetzt so vorstellen, dass nicht alle freiwillig die Häuser verlassen können, weil es teilweise geschlossene Unterbringungen gibt, die aber ansonsten halt eben auch nur leichte kognitive Einschränkungen teilweise haben. Das heißt, die wären auf ihre eigenen Mobilgeräte angewiesen mit Volumenverträgen, die irgendwann erschöpft sind. Ganz zu schweigen von irgendwelchen Streaming-Sachen, die in den letzten Jahren aufgekommen sind, wie YouTube und so weiter und so fort. Heißt also, ohne ein Internetangebot haben unsere Kundinnen eine relativ eingeschränkte Kommunikationsmöglichkeit. Und hinzu kommt noch, dass das als Menschen, die von der Eingliederungshilfe leben, dass das häufig noch unter einem Hartz-IV-Satz ist. Das heißt, der eigene Abschluss von einem Internetangebot ist somit nicht möglich. Und hinzu kommt auch noch, dass viele halt eben mit Mehrfachbehinderung auch Talker oder Therapiegeräte gerne nutzen würden, die aber auch eine Internetanbindung voraussetzen. Das war so die Ausgangslage, vor der wir als Einrichtung irgendwann standen. Und dann haben wir halt eben uns überlegt, wie können wir den ganzen Case eigentlich umsetzen. Vielleicht nur ganz kurz zu mir. Ich verantworte die IT bei diesem Anbieter. Und von daher ist das irgendwann auf meinem Tisch gelandet, was mir ganz lieb war. Warum es dann Freifunk geworden ist, komme ich nachher noch ein bisschen kurz zu. Nur schon mal kurz den ganz kurzen Aussprung, ein kleiner Exkurs auf 2 Folien. Die Lilith Wittmann hat bei der Eröffnung vom CCC nochmal darauf hingewiesen, die sieht den Staat als Verhinderer bei E-Government und offenen Verwaltungsdaten. Und als jemand, der sich in einer Einrichtung des öffentlichen Rechts bewegt, teile ich diese Einstellung halt eben vollkommen. Es geht auch noch weiter, also was unseren konkreten Fall dann anbelangt, halt eben die Internetverfügbarkeit für Menschen in der Eingliederungshilfe. Da gibt es noch den Fachverband FinSoz, das ist der Sozialverband in der
IT. Und da hat mein Lieblingsprof Kreidenweis letztens festgestellt, im November noch halt eben, dass die Digitalisierung im Bereich Inklusion sich fast nur um die Barrierefreiheit bewegt. Das ist aktuell wirklich so, dass es nur darum geht, halt eben auch wichtiges Thema, ohne Frage, dass halt eben alle Webangebote auch barrierefrei zugänglich sind. Völlig okay. Und was aber komplett fehlt, ist die Schiene der Menschen, die quasi so in Anführungszeichen in der Eingliederungshilfe leben. Da gibt es quasi außer dem eben schon erwähnten, auf dem ersten Slide erwähnten Durchführungsverordnung von dem Wohn- und Teilhabegesetz, gibt es da keinerlei Aussage zu, was halt eben die Ermächtigung zur Digitalisierung in irgendeiner Art und Weise auch so halbwegs rechtssicher ableitet. Das ist ziemlich traurig und das führt auch dazu, dass so ähnlich wie das Frau Wittmann gesehen hat, halt eben, dass der Staat als Verhinderer ist. Das macht das für Menschen, die das halt eben voranbringen wollen, in Einrichtungen wie meiner wesentlich schwieriger. Ich erzähle dann nachher noch ein bisschen, dass man da ein bisschen dickere Bretter dann bohren muss, was ich mir manchmal auch einfacher vorgestellt hätte. Das geht dann aber weiter. Die einen oder anderen von Ihnen werden das kennen von Lehrerfortbildung und so weiter und so fort. In den Aus- und Weiterbildungen für all diese ganzen Berufe im pädagogischen Sektor ist sowas wie die Digitalkompetenz überhaupt nicht vorgesehen. Und wir merken das auch bei uns in der Fläche halt eben, dass die Kolleginnen und Kollegen, die die Menschen betreuen, die bei uns wohnen, da eigentlich was Digitalkompetenz anbelangt, also auch Wissensvermittlung und so, völlig aufgeschmissen sind. Da bleibt uns fast im Prinzip nur übrig, ich weiß nicht, wie es kennst, mit den Pixellaboren zusammenzuarbeiten, die quasi dafür ausgelegt sind, auch Menschen mit kognitiven Einschränkungen Digitalkompetenz nahezubringen. Und wir fangen jetzt an, quasi unsere Mitarbeitenden in die Cyberfibel, das ist ja vom Bundesministerium so eine Seite, einzuarbeiten und denen das ein bisschen beizubringen, damit die halt eben auch die Menschen, die bei uns leben, ein bisschen an die Hand nehmen können und das dort vermitteln können. Das kurz dazu. So, jetzt fangen wir mal mit Medias Res an. Als ich das Ding dann irgendwann auf den Tisch bekommen habe, als ITler fängt man immer an, man macht sich Mindmaps, man macht sich Projektpläne und so weiter und so fort und man guckt mal, was die Stakeholder, also die Interessierten, was sie eigentlich für Interessen haben. Also unsere Kundinnen hat ein ganz klares Interesse formuliert. Ich hatte mich vorher mit denen zusammengesetzt. Wir haben wie jeder Einrichtung dieser Art Bewohnerbeiräte. Und mit denen habe ich mich getroffen. Und dann haben wir halt eben in einem abendlichen Frage-Antwortspiel habe ich mal abgeklopft, was deren Interessen sind. Weil es ist immer ganz gut, wenn man die Betroffenen direkt fragt und das nicht immer nur über die Leute, die das betreuen, machen. Also die Kundinnen hatten großes Interesse natürlich an Internet, an Surfen. Ganz wichtig war denen keine Kontrolle, keine Kosten, im eigenen Zimmer, im ganzen Haus und das Ganze barrierefrei, wobei sich bei denen barrierefrei wirklich dann konkret äußerte, die wollten das nicht, wie man das vielleicht aus Hotels kennt, keine Zugangsdaten eingeben, nicht jedes Mal was einklicken müssen, wenn man sich verbindet mit dem Internet und so weiter und so fort. Das war relativ einfach geklärt, das Interesse bei denen. Wir wollten halt eben Internetzugang für die Kundinnen anbieten. Wir wollten das Ganze rechtssicher, Stichwort Anbieterhaftung. Und weil wir keine Gewinne machen dürfen, zu möglichst geringen Kosten. Das war so das Sinn und Trachten meines Verbundes. Und ich in der IT hätte gern gehabt, halt eben eine gute Skalierbarkeit, wie immer geringer Administrationsaufwand, geringer Supportaufwand, hohe Verlässlichkeit und wenn es geht, ein SLA, also ein Service Level Agreement. Das heißt, ich hätte gerne eine Nummer gehabt, wo, wenn es Probleme gibt, ich anrufen kann und dann sagen kann, pass auf, das und das geht nicht. Das hätte ich gern gelöst. Das waren so die drei Hauptinteressenten, die halt eben da zusammenkamen. Und das musste man ja jetzt irgendwie unter einen Hut bringen. Das heißt, wir in der IT hatten für uns irgendwann diese Aufgabenstellung stehen, auf dem Tisch liegen, wo wir dann sagen mussten, wir müssen die Zugang zum Internet herstellen. Das Ganze möchten wir für unsere Kundinnen kostenfrei machen. Das muss barrierefrei sein, das heißt keine Vorschaltseiten und so weiter und so fort. Ganze eh unabhängig vom Endgerät, weil die Menschen, die bei uns wohnen, überwiegend nur mobile Endgeräte haben, also keine PCs oder so. Das Ganze muss rechtssicher sein, weil ich keine Lust hatte, mich mit meinem Vorstand rumzuschlagen, wenn wir irgendwelche Briefe mit Unterlassungsklagen bekommen. Das Ganze musste skalierbar sein,
wie gesagt, wir haben 120 Wohnverbünde an verschiedenen Standorten und das musste so laufen, dass das relativ egal ist, ob ich das an 3 oder an 120 ausrolle. Und das Ganze sollte relativ kostengünstig sein. Das war das größte Problem. Dazu aber später mehr. Ja, barrierefrei, das war denen wirklich ganz wichtig, da sowohl unseren Kundinnen als auch den Mitarbeitenden, weil deren Horrorvorstellung war, dass sie quasi immer Tagesgeschehen unterbrechen mussten oder müssten, um dann halt eben Menschen wieder zu ermöglichen, sich mit ihrem Endgerät, mit irgendeinem Internet zu verbinden. Das war also die Nummer, die wir für uns ganz groß aufgeschrieben haben. Die Rechtssicherheit war auch ein extrem wichtiges Ding. Unsere Einrichtung wird von einem Systemhaus betreut. Die hatten wir vorher auch kontaktiert, ob die uns sowas anbieten konnten. Und die sind genau wegen dieser Rechtssicherheit halt eben ausgestiegen und haben das halt eben dann abgelehnt, das zu machen. Und darum mussten wir eine andere Lösung suchen. Ich habe dann eine relativ umfangreiche Marktsichtung angestoßen. Die zeige ich jetzt hier nicht. Wer da mal ein Interesse daran hat, kann die gerne von mir zusammengestellt bekommen. Ich habe das ganze Zeug dann in den Kosten zusammengestellt. Für die Interessierten vielleicht mal, von was für ein Volumen wir hier reden. In der Endausbaustufe sind wir bei 500.000 Euro etwa. Und das ist auch für eine Einrichtung wie uns, die das halt eben aus den Einnahmen über die Wohnplätze finanzieren muss, schon eine Hausnummer, weil das im Moment noch nicht refinanziert ist. Und wir haben uns, ja, kann man sagen, ein bisschen tragischerweise am Anfang geschlossen, das halt eben kostenneutral anzubieten. Da waren uns die Kosten noch nicht so ganz klar. Ich habe, wie gesagt, diese Marktsichtung gemacht, dieses Volumen aufgestellt. Das Ganze musste ich meinem Vorstand dann vorlegen, der darüber halt eben bescheidet. Und dann habe ich quasi grünes Licht gekriegt. Ich hatte es zusammengestellt, halt eben, es gab zu der damaligen Zeit, gab es die Anbieter über Vodafone Telekom, die hätten halt eben Hotspots angeboten. Es gab so ein paar private Anbieter, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die heißen, die halt eben auch eine Hotspot-Möglichkeit angeboten hätten. Und ich habe das Ganze für Freifunk durchkalkuliert. Warum Freifunk? Gleich auch ein bisschen später zu. Das Interessante ist, bevor ich das, ich habe das durchkalkuliert und auch in die Entscheidungsvorlage mit eingefließen lassen, bevor ich konkreten Kontakt zu den Freifunkern aufgenommen habe. Das muss ich auch zu meiner Schande dazu gestehen. Die Kontaktaufnahme erfolgte erst, als ich die Freigabe von meinem Vorstand hatte. Dann habe ich erst mit den Düsseldorfer Kolleginnen und Kollegen Kontakt aufgenommen, bin dann aber letztendlich beim Freifunk im Neanderland, dazu später noch ein bisschen mehr, hängen geblieben. Und warum, wieso, weswegen, das kommt nachher noch ein bisschen mehr. So, warum Freifunk? Das liegt erstmal an meiner eigenen Vita, das war meine eigene persönliche Präferenz. Meinem Vorstand gegenüber habe ich das so verkauft, erstmal als Gesamtkosten gegenüber kommerziellen Anbietern. Da war die Differenz schon erheblich, wohl wissend, dass das, was kommerzielle Anbieter leisten, durch uns dann, durch die IT von uns geleistet werden muss. Weil da bezahlen wir auch Manpower mit, wenn ich ein teures Angebot nehme. Aber das muss man auch ehrlich sagen, das hätten wir uns in der Größe nicht leisten können, schlichtweg, das wäre nicht gegangen. Möglichkeit der Schaffung von Benefits, da komme ich nachher noch ein bisschen zu. Und was mir dann noch wichtig war, der Aufbau der Infrastruktur. Aufbau Infrastruktur heißt dann wirklich konkret Kabel legen, Kabelkanäle legen, Kartdosen setzen, Serverschränke an, installieren, Patch. Anbieter unabhängig ist. Das heißt, ich könnte auch heute den Stecker ziehen und alle Freifunk-Offloader rausnehmen und doch einen kommerziellen anstöpseln. Das, warum ich das so gewählt habe, dazu auch später mehr. Und dann ging die ganze Sache richtig los. Wie gesagt, ich hatte erst zu den Kollegen aus Düsseldorf, weil das meine Heimatstadt ist, das lag halt eben nahe, Kontakt aufgenommen, war dann da auf den gemeinsamen Treffen, auf Freifunkabenden und dann begab es sich irgendwann, genau, und es gibt halt eben auch noch ein Webforum für Freifunk. Da war ich dann, habe ich mich dann auch relativ aktiv beteiligt, bin da dann irgendwann auf Andreas Dorfer gestoßen, der sowohl die Düsseldorfer Ökosysteme betreut, als aber auch, Gott sei Dank, Freifunk im Neanderland mitbetreut. Und bei den Düsseldorfern ist das dann irgendwann ein bisschen eingeschlafen. Also die wurden dann irgendwann nicht mehr so aktiv auf so einer Doing-Ebene. Komme ich nachher auch noch zu, was halt eben bei Lessons Learned bei Freifunk extrem wichtig ist. Der Andreas hat mich extrem gut beraten, extrem gut an die Hand genommen.
Das führt dann zur Zusammenstellung des Ökosystems. Wir setzen halt eben in der Fläche ein den Standard Fritzboxen. Die, die wir benutzt haben, gibt es im Moment am Markt kaum noch. Im Moment haben wir diese Telekom, ich weiß gar nicht, wie die heißen, diese kleinen Boxen, Speedports. Die Speedports von der Telekom setzen wir jetzt im Moment ein, einfach nur als DSL-Modem. Die Archer C7, die sind uns damals auch empfohlen worden, die sind in der Dauer halt eben relativ stabil. Wir nehmen Unify-APs und Switche. Und Freifunk im Neanderland ist so nett und hostet uns einen Unify-Controller in der Cloud, wo wir alle halt eben APs und die gemanagten Switche von Unify drin haben. Das macht das Leben extrem viel einfacher. Ja, und als es dann auf die Doing-Ebene kam, ergab das bei mir erstmal eine sehr starke eigene steile Lernkurve. Also aus diesem Metier, das heißt wirklich auf der Kommandozeile, auf Linux-Betriebssystemebene mal wieder arbeiten in einem Router, das habe ich seit über 10 Jahren nicht mehr gemacht. Das war irgendwann im Rahmen meines Studiums und danach habe ich das ein bisschen noch in der Freizeit gemacht. Das heißt, ich musste sehr viel dazulernen. Am Anfang habe ich das ganze Projekt alleine betreut. Ich musste sehr viel in den Betrieb, also bei uns hinein kommunizieren. Und dann halt eben Kontaktaufnahme, Freifunk hat halt eben auch bedeutet, dass in der Vor-Corona-Zeit, dass ich da des Öfteren auf den Freifunkabenden aufgetaucht bin, wesentlich weniger als mir lieb gewesen wäre. In der Corona-Zeit habe ich es kaum noch geschafft und ich hoffe, dass wir uns da bald wieder auch wieder treffen können, weil das auch eine Sache ist, dass ich das auch gern wieder zurückgeben möchte. Die nächste Folie, denke ich, die kann ich relativ schnell überspringen. Ich denke, jeder, der hier gerade zuhört, weiß im Großen und Ganzen, wie Freifunk funktioniert, mit seinen VPN-Tunneln und so weiter und so fort. Und dann sind wir schon bei dem Kontext Freifunk. Die Pros, warum ich Freifunk gewählt hatte, ganz am Anfang war, also erstmal ist es kostengünstig, in der Form halt eben, ich habe die Materialkosten und ich habe Personalkosten, die bei uns aber eh anfallen. Es ist im Rahmen von bürgerschaftlichem Engagement, was mir selber auch ganz lieb ist. Es ist extrem oft stabil eingesetzt in Flüchtlingsunterkünften für öffentliche Plätze und so weiter und so fort. Das heißt, das ist ein etabliertes System gewesen, wo ich mir auch relativ sicher war, dass ich das handeln kann. Es ist skalierbar und das absolute Totschlagsargument ist wirklich die Rechtssicherheit. Das heißt, mit dem Ausleiten über VPN, das heißt, meine Einrichtung selber taucht in keinen der Logdateien irgendwo auf mit irgendeiner IP, die auf uns quasi zurückverfolgbar ist. Ich muss mir, komme ich nachher auch noch zu, halt eben bei Problemen mit Freifunk, muss mir keine Sorgen drum machen, dass ich irgendwelche Beschwerden reinbekomme. Und das Kontra habe ich jetzt nur mal kurz zusammengefasst, unterschiedliche lokale Ansprechpartner, unterschiedliche Konfigurationen, Mehraufwand auf unserer IT-Seite. Da vielleicht zur Erklärung, Freifunk sind ja eigentlich immer lokale Vereine. Pro Stadt, pro Landkreis. Jetzt haben wir das Problem, wir haben Wohnangebote, die gehen wirklich von der holländischen Grenze, oben im Kleve, bis runter nach Euskirchen. Das heißt, ich hätte es mit mindestens mehreren Freifunkvereinen zu tun, in den einzelnen Liegenschaften. Das Problem ist nur, es gibt in vielen Bereichen gibt es keine Freifunkvereine mehr. Die sind irgendwann totgegangen, weil es, kommen wir nachher auch noch zu handelnden Personen, die gibt es schlichtweg nicht mehr. Und jetzt sind wir ja schon eine größere Installation. Und der Freifunkgedanke geht ja in meiner Auffassung erstmal davon aus, das sind halt eben lokale Vereine, die sich darum kümmern, das sowohl halt eben auf der technischen Seite für interessierte Leute anzubieten, als halt eben dann auch den Zugang zum Internet, auch und gerade über Mesh-Systeme. Das heißt halt eben, mein Nachbar, wenn er keine Internetanbindung hätte, könnte er sich über meinen Router meshen und er könnte dann halt eben auch Internet haben. Das ging für uns in der Form nicht. Ich habe dann mit den Kollegen von Freifunk im Neanderland geredet, ob das für die überhaupt okay ist, wenn die uns quasi nehmen würden, auch nachdem wir uns ausgeweitet haben, quasi zur holländischen Grenze. Ich habe die Systeme vielfach so aufgesetzt, dass sie über den Freifunk-Offloader auf Unify-APs mit Stock-Firmware gehen. Das heißt, die sind nicht meshfähig. Ich biete aber immer an jedem Standort an, sobald sich da irgendjemand finden würde, der Interesse daran hätte, würde ich einen weiteren Offloader von Freifunk, der meshfähig ist, an meine Systeme anschließen und ihn so positionieren, dass Anwohner, weiß der Geier auch was immer, da jederzeit mit meshen könnten. Also das Angebot gab es, das gibt es und das, ja, ein bisschen traurig ist halt eben, bisher kam noch nie die Nachfrage. Es kamen andere,
Nachfragen in Anführungszeichen, komme ich später noch ein bisschen drauf zurück. Dann kommen wir schon zu den Lessons Learned. Also diese ganze unheimlich steile Lernkurve, das Einkaufen von dem ganzen Zeug, das nicht lieferbar haben, das Installieren von dem Zeug, das überspringe ich mal. Ich denke mir, das kann sich der ein oder andere oder die ein oder andere schon durchaus vorstellen. Und dann kommen wir mal dazu, was ich im Rahmen des Projektes halt eben gelernt habe. Punkt 1 ist, es liegt immer an den handelnden Personen auf beiden Seiten. Punkt 1 und 2 und 3 und alles danach folgende, es liegt immer an den handelnden Personen. Um das ganz krass zu sagen, wenn jetzt hier die Leistungsträger im Freifunk Neanderland, unter anderem halt eben Andreas, Stefan und wie sie alle heißen, wenn die wegfallen würden, würde der Verein wahrscheinlich auch langsam wegdümpeln. Und ich müsste mich nach was anderem umsehen. Irgendwann eine Zeit lang wird die Firmware noch weiterlaufen, aber danach halt eben nicht mehr. Und wir haben es damals wohlwissend gewählt, obwohl ich halt eben genau wusste, es gibt halt eben kein Service-Level-Agreement. Ich habe da keine Hotline drauf. Dass der Andreas, wenn ich ihn halt eben anmaile, in Echtzeit antwortet, liegt am Andreas, weil es ein wunderbarer Mensch ist. Aber wenn der irgendwann mal das nicht mehr machen will oder machen kann, fange ich da irgendwann an, in Probleme zu laufen. Was auch der Grund war, warum ich die ganze Infrastruktur so aufgebaut habe, dass ich notfalls irgendwann auch einen kommerziellen Anbieter anstöpseln könnte. Habe ich nicht vor, aber ich brauche auch ein Fallback. Es braucht also einen aktiven Verein mit aktiven KümmerInnen. Und da muss ich sagen, da fühle ich mich im Neanderfunk extrem gut aufgehoben, weil das funktioniert ja gut. Und ich bin auch gerne auf den Stammtischen, auch wenn ich es im Moment halt eben leider nicht schaffe. Und dieser Verein und die Menschen, die sich darum kümmern, brauchen in der Tat Ausdauer und Kompetenz. Und wenn ich das nicht habe oder wenn das an Überalterung langsam weggeht oder weil Leute andere Lebensinhalte bekommen, wie halt eben Kinder kriegen, wegziehen, Arbeitsdichte und so weiter und so fort, fangen solche Sachen an zu rutschen, weil das Ganze ist ja freiwillig. Das heißt, es gibt halt eben auch nichts, was man einfordern kann. Das muss einem auf der betrieblichen Seite sehr bewusst sein. Und ich habe auch erfahren, kommen wir nachher bei Lessons Learned im Betrieb auch zu, was das bedeutet. Das nächste war, ich habe es gerade schon gesagt, halt eben, es gibt kein Service-Level, es gibt kein Service-Level, es gibt kein Service-Level. Es gibt auch keine 24-7-Garantie. Und das war extrem wichtig. Das musste ich sowohl an meinen Vorstand kommunizieren, als auch an unsere Kundinnen. Weil wenn so ein System mal ausfällt, dann kann man fast darauf wetten, es fällt halt eben am Freitagnachmittag aus, wenn ich auch keine Zeit mehr habe, vorbeizufahren. Das waren halt eben die Sachen, die ich dann mühsam dort lernen musste. Im Betrieb war das allerdings wesentlich schlimmer, die Sachen, die ich da lernen musste. Auch da liegt es immer an den handelnden Personen und ich gehe mal davon aus, dass wenn es da nicht so Leute wie mich gibt, die das treiben, wird es das immer noch nicht geben bei uns. Man braucht immer Leute, die das treiben. Das habe ich bisher in allen Bereichen meines Lebens erfahren. Interessanterweise hatten wir viele Widerstände bei unseren Mitarbeitenden, also die Menschen, die vor Ort unsere Kundinnen und Kunden betreuen, in der Form halt eben, dass diese klassischen Fragen kamen. Kann sich da jeder drauf aufschalten? Können die auch YouPorn gucken und so weiter und so fort? Und unsere Antworten waren halt immer, ja, die können auch YouPorn gucken, ja, es kann sich jeder drauf aufschalten. Es gab Sabotage durch Mitarbeitende. Das muss man sich jetzt so vorstellen, dass dann in so einem Bereich gibt es durchaus Menschen, die der Meinung sind, dass sie immer genau wüssten, was für andere Menschen gut ist. Und dann sind die der Meinung, man müsste zum Beispiel darüber sanktionieren, wenn sich jemand nicht wohl verhalten hat, dass es an dem Tag kein Internet gibt. Was dann wirklich dazu führte, dass meine Geräte ausgestöpselt wurden. Irgendwann wurden Tickets aufgemacht, weil die Geräte nicht gingen. Ich war dann vor Ort und stellte fest, dass die Geräte ausgestöpselt waren und war dann not amused. Das haben wir aber inzwischen gelöst und geregelt durch Diskussionen, aber auch durch Sanktionsandrohungen schlichtweg. Ich hatte in einem Fall auch Probleme mit Anwohnerinnen. Das ist, wir haben ein Setting, da ist eine unserer Einrichtungen auf dem Gelände eines Jugendheims. Und ich hatte das so installiert, dass unser Freifunkangebot auch auf den Vorplatz fröhlich strahlt. Weil ich mir dachte, die Jugendlichen haben doch bestimmt auch ein Interesse, dass die
Internet haben. Und irgendwann gab es dann halt eben Beschwerden, weil die Jugendlichen sich immer vor unserem Haus versammeln würden und dort herumlungern. Das war allen Ernstes, genauso hieß die Beschwerde halt eben, und da herumlungern. Wäre es meine private Installation gewesen, hätte ich sie laufen lassen, eiskalt, weil das wäre so in meiner Rechtsauffassung so gewesen. Da es aber eine betriebliche Installation war und die Kolleginnen und Kollegen vor Ort diese Kämpfe hätten führen müssen, habe ich es nachher so umgebaut, dass das Freifunk-WLAN nicht mehr außerhalb des Wohnbereichs gestrahlt hat. Ich finde es bis heute noch traurig, aber da habe ich quasi zugunsten der Kolleginnen und Kollegen darauf verzichtet, diesen Kampf durchzuführen. Der Supportaufwand der Hardware, die wir benutzen, aufgrund der guten Beratung von Andreas und dem ganzen Freifunkverein, ist überraschend gering, wenn man auf das Mesh der Unify-Geräte verzichtet, weil die immer abstürzen, gerne, wenn es irgendwelche Updates gibt. Von der technischen Seite ist das relativ einfach. Was wir jetzt lernen, wo wir größer skaliert haben, ist, dass der Betrieb dieser Infrastruktur durch zwei ITler halt eben nicht unerheblich ist. Das Problem ist, weil wir eine Flächeneinrichtung sind, müssen wir immer sehr viel rausfahren. Und das dauert halt eben was. Ich hatte jetzt letztens noch ein Angebot gekriegt von dem Anbieter The Cloud. Ich weiß gar nicht, wer das genau ist. Auf jeden Fall hatte ich das durchgerechnet. Die monatliche Differenz, wenn wir das genommen hätten, liegt bei etwa 8.000 Euro. Und das ist wirklich das Arbeitgeber-Äquivalent zu einer Vollkraft, die auch nur einen Dienstwagen dabei hat. Das heißt, mit dem, wie wir das betreiben, sind wir auch, wenn ich unsere Arbeitszeit nicht wirklich eingerechnet habe, sind wir immer noch profitabler. Ich muss das zwischendurch immer mal auf die Uhr gucken. So, was durch die Leitung geht, das nur mal ganz als kurze Folie. Das sind die letzten 14 Tage. Und man sieht, wir sind relativ stabil bei irgendwas so um die 400 plus minus Kundinnen und Kunden, dümpeln da immer durch. Wir haben relativ stabiles Volumen, was da durchgeht. Es hat seine Höhen halt eben in den Abendzeiten. Geht an Wochenenden, gehen die Peaks halt eben hoch. Und ich muss sagen, das Angebot wird extrem gut angenommen. Von den 120 Bereichen haben wir jetzt gerade erst etwa unter 40 abgedeckt und die Nachfragen sind größer, als wir im Moment realisieren können. Von der Freifunkseite aus könnte man das schneller realisieren, aufgrund der einfachen Tatsache, also die Firmware ist da, ich weiß, welche Geräte ich kaufen müsste, kriege aber im Moment einige Geräte nicht am Markt, kann deswegen nicht umsetzen und allein von der Manpower aus kriegen wir im Moment auch nicht mehr gewuppt. Wir haben irgendwann mit Freifunk auch vereinbart, dass wir halt eben das Ganze natürlich nicht nur umsonst als Hotspot nutzen, sondern wir zahlen halt eben eine Pointgebühr, zahlen wir eine gewisse Menge halt eben pro Haus und wir sind halt eben auch Fördermitglieder im Verein dann geworden. Und wir haben oder wir hatten und inzwischen haben wir auch eigentlich wieder mehr vor, komme ich nachher nochmal kurz drauf, um halt eben auch zu zeigen, dass das nicht nur rein als Hotspot abgreifen soll. Aber ich muss halt eben nochmal die Kollegen vom Freifunk halt eben loben. Das ist nur mal kurz, was die Leitung befeuert. Die haben uns also für uns angepasste Firmware halt eben hergestellt. Die ist auch mit SSH-Keys authentifiziert. Das heißt, ich könnte mich auch immer über Fernwartung draufschalten. Und das ist schon ziemlich großes Kino. Und das ist eine Sache, die, glaube ich, sich halbwegs durch Zufall auch entwickelt hat, dass ich sowohl räumlich auf diesen Verein getroffen bin, als auch, dass die Herren und Damen dort so ausgezeichnet gut sind. Ausblick, was ich eigentlich gerne noch machen würde und was ich eigentlich damals auch vorhatte, ist halt eben, wir haben ja Wohnheime und Wohnangebote, wo es eigentlich auch, wir haben da Tagungsräume, wir haben Gemeinschaftsräume und so weiter und so fort. Und meine Benefit-Idee war damals eigentlich, dass man das Ganze auch zur lokalen Vernetzung, zur lokalen Unterstützung nutzen könnte, halt eben auch mit Ehrenamtlichen. Bei uns arbeiten noch FSJler und so weiter und so fort. Das ergab sich aber, das war eine relativ blauäugige Idee. Das war, bevor ich die Strukturen in der Fläche von Freifunk kannte. Wie gesagt, das gilt jetzt nicht für die Freifunk im Neanderland, sondern halt eben in den Gegenden, wo wir sonst unterwegs sind, Kleve, Niederrhein und so weiter und so fort. Da gibt es teilweise keinen Freifunk und da gibt es halt eben auch wenig, die ich quasi ins Haus holen könnte. Was
jetzt bei uns noch vor der Brust liegt, ist halt eben, da werden wir uns aber auch wahrscheinlich auf bürgerschaftliches Engagement irgendwann mal aufmachen, ist die Vermittlung von Medienkompetenz für unsere Kundinnen und Kunden, weil natürlich schon die Gefahr besteht, dass die sich rechtsunsicher im Internet bewegen und weil sie es einfach schlichtweg nicht wissen. Wir haben eine Zeit lang mal so ganz kurze Abendvorträge immer gehalten, worauf man achten muss, wenn man sich im Internet bewegt. Das schaffen wir aber inzwischen schon zeitlich nicht mehr. Wir wollen die Unterstützung digitaler Teilhabe ausbauen. Das ist ein Projekt, das habe ich mir für mich für nächstes Jahr vorgenommen, dass ich da mit den Bewohnerbeiräten auch nochmal durch die Gegend ziehe und wir dann mit dieser Cyberfibel zusammen und eventuell dann mal in Kooperation mit Pixel-Netzwerken da halt eben das mehr vor Ort bringen. Vernetzung lokal vor Ort in den Fällen, wo halt eben aktive Freifunker, die nicht unbedingt Freifunk in einem Funkland sein müssen, vor Ort sind. Dass wir da anbieten können, dass sie halt eben unsere Strukturen nutzen können in Form von Räumlichkeiten, dass wir gerne bereit sind, halt eben die Anschlüsse zu sponsern und so weiter und so fort. Und für mich persönlich ist halt eben wieder mehr Einbau bei Freifunk im Neanderland, damit es nicht immer nur so wirkt, als würde ich ja immer nur nehmen und abgreifen. Diesen Benefit hatte ich mir am Anfang ein bisschen naiv größer vorgestellt, also was ich zurückgeben könnte. Also ich kriege unheimlich viel Benefit vom Freifunk und kriege auch mit, wenn ich Gespräche habe mit den Bewohnerbeiräten oder mit den Bewohnerinnen und Bewohnern selber, die bei uns halt eben wohnen. Da, wo wir es realisiert haben, herrscht völlige Begeisterung. Es geht jetzt nicht nur um die eigenen Endgeräte. Unheimlich schnell werden da auch smarte TVs angeschlossen und da muss man ehrlich sagen, gerade jetzt in Corona-Zeiten, man muss sich das eben so vorstellen, wenn einer in diesem Haus Corona hat von 24 Kundinnen und Kunden, ist das ganze Haus für 10 Tage unter Quarantäne. Das heißt, man kommt dann gar nicht mehr raus. Und wenn man halt eben einen 3-Gig-Handyvertrag hat, ist das Streamen von YouTube-Videos, ist das Volumen nach etwa 3 Tagen spätestens aufgebraucht. Das heißt, die sind auch mehr als dankbar dafür, wenn halt eben das Internet dann angeboten wird und kostenfrei ist. Und wir sind, ich glaube, seit etwa 3 Jahren sind wir produktiv. Und die Stabilität der Hardware und auch der Software in Form der Firmware ist fantastisch, muss ich ehrlich sagen. Das ist im Gegensatz zu dem, was ich bei professionellen Geräten mitkriege, also Aruba-Geräte und so weiter und so fort, die rauchen mir wesentlich öfter ab oder müssen auch wesentlich öfter neu gestartet werden oder ausgetauscht werden. Das heißt, da merkt man schon, dass das halt eben zwar auf diesem alten Begriff Hobbyistenbasis extrem ausgereifte Firmware ist und extrem gute Empfehlung war, welche Hardware wir dafür benutzen können. Da sind wir extrem mit zufrieden. Unsere Kundinnen und Kunden sind extrem mit zufrieden. Und was man eben auch gesehen hat hier auf der Folie, was durch die Leitung geht, das wird extrem gut nachgefragt. Wir kriegen immer relativ schnell Anrufe, wir haben auch ein Monitoring drauf, kriegen ansonsten aber immer relativ schnell Anrufe, wenn das Freifunk irgendwo, irgendwann nicht funktioniert. Was dann für uns meistens heißt, wenn wir es nicht über Fernwartung lösen können, wir nutzen deswegen auch die Unify-Switche, damit wir die halt eben aus der Ferne kurz restarten können. Müssen wir halt eben dummerweise auch mal 50 Kilometer hinfahren, einen Stecker ziehen oder feststellen, dass die Putzfrau beim Putzen, das hatten wir auch schon, wirklich den Router ausgestöpselt hat und vergessen hat, die wieder einzustöpseln. Das kommt alles vor. Und in Bereichen, wo wir schon mal unterwegs sind, weil wir auch andere Sachen dort zu tun haben, teilweise, letzter Satz kommt quasi schon, dass wir in Bereichen, wo wir dann in anderen Sachen unterwegs sind, wo wir noch keine Freifunkinstallation haben, die das aber schon wissen, dass wir sowas anbieten, dann man quasi sehr freundlich, aber doch intensiv bedrängt wird, das zu machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Also meine Erfahrung nach etwa 3 Jahren produktiv ist, dass ich das außerhalb von Freifunk kaum hätte realisieren können, aufgrund der Kostenfrage. Und dass ich sehr froh bin, es mit dem konkreten Verein der Freifunker realisiert zu haben. Und dass ich hoffe, dass wir als Einrichtung da ein bisschen mehr Benefit jetzt geben können, sobald Corona wieder ein bisschen weg ist und wir auch unsere Einrichtung wieder offen machen können. Wer mehr dazu wissen möchte, kann mich entweder per Mail erreichen oder übers Diensthandy, Telefon bin ich auch erreichbar. Falls einer da noch weitere Fragen hat oder wissen möchte, wie das konkret umgesetzt hat, sich einbringen möchte, das selber bei sich anbringen möchte oder. Liege ich gut in der Zeit noch, Regie?
Wunderbarer Signal Angel nimmt auch noch Fragen entgegen. Und ich würde einfach gleich mit der ersten Frage starten. Wieso genau hast du dich für den Archer C7 entschieden, da es doch bei Freifunk Router gibt, die es schon für 15 statt für 50 Euro gibt? Das hat mir der Kollege Andreas Dorfer, hatte mir den C7 empfohlen. Ich habe dann auch ein bisschen gegoogelt. Und der C7 hatte für den, jetzt muss man natürlich sagen, in dem Bereich spielt jetzt halt eben, ich glaube, die Archer kriege ich im Moment für 50 Euro. Das spielt keine Rolle, dass es billigere Router gibt für mich, weil für mich ist wichtig, das Ding muss hingehangen werden und darf dann nicht mehr ausgehen. Dann bin ich auch gern bereit, mehr zu zahlen und brauchte halt eben auch nicht die preiswertesten Router zu nehmen. Der Archer C7 hat halt eben eine gute RAM-Ausstattung und die Erfahrung ist halt eben, man kriegt die Dinger nicht kaputt. Wir haben die aufgehangen, angeschaltet und ich war seitdem an den Dinger nicht mehr dran. Und das ist genau das, was ich haben will. Und dann ist die leichte Differenz des Preises halt eben, lass es mal 20, 30 Euro sein, ist dann für mich relativ egal. Wenn mir das doch schon nur eine Fahrt spart, ist mir das ganz recht. Letztendlich, wie gesagt, war eine Empfehlung vom Andreas Dorfer. Ich habe noch ein bisschen nachgegoogelt. Das wird von der Firma unterstützt. Der hat genug Reserven, ist dualbandfähig und darum waren wir mit dem sehr glücklich. Das Netzteil hält wunderbar. Der hat keine Probleme mit Spannungsschwankungen. Das hatten wir hatten andere Router mal ausprobiert und wenn ich die in einem Hausanschlussraum habe, wo auch der Aufzug mit dranhängt, das ist nicht sauber entkoppelt, da habe ich aber keinen Einfluss drauf, dann hatte ich Router, die sich regelmäßig weggehangen haben. Seitdem ich da C7s laufen habe, die lassen sich davon nicht mehr irritieren und ich muss nicht in die Elektrotechnik eingreifen. Das ist vielleicht, warum ich den C7 fahre. Okay. Und weil der gut verfügbar war am Markt. Dann noch eine Frage. Wenn du dich heute nochmal entscheiden müsstest, würdest du wieder Freifunk wählen? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mit beiden Seelen. Ne? Mit meiner privaten Seele und mit meiner beruflichen Seele auch. Auch wenn ich ansonsten auf Service-Level achte und möglichst viel Arbeit immer wegdelegiere. Ich würde auf jeden Fall wieder Freifunk nehmen. Einfach, weil es so wunderbar skalierbar ist, ich mir da immer noch die Benefits von verspreche, wenn Corona mal wieder vorbei ist, weil es eine wunderbare Unterstützung auch vom bürgerschaftlichen Engagement ist und weil es toll ist zu sehen, dass es funktioniert. Das begeistert mich noch jeden Tag, wenn ich ins Monitoring gucke. Ja, ich würde es wieder machen. Perfekt. Wir haben gerade keine weiteren Fragen, aber ich denke, du hast gerade deine Kontaktdaten eingeblendet. Wenn die Leute Fragen haben, können sie sich bei dir nochmal melden. Ich danke dir vielmals für diesen sehr informativen Talk. Ihr könnt an den Streams auch gerne Feedback hinterlassen, könnt dort den Speakern Hinweise geben, was sie das nächste Mal vielleicht besser machen können. Ansonsten vielen lieben Dank. Gerne, hat mich gefreut. Thank you.